Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Gruppe Flow Chemistry und meine tägliche Arbeit beschäftigt sich damit, chemische Prozesse von einer Batch-Prozessführung in eine kontinuierliche Prozessführung umzuwandeln. Was mein spezielles Thema, auf dem ich arbeite, die reaktiven Intermediate und im Besonderen die Grignard-Reagenzien interessant macht, ist, dass in sehr vielen der Top-Pharmazeutika solche Reaktionsschritte in deren Herstellung vorkommen. Was mich sehr stolz macht, ist, dass wir inzwischen so weit gekommen sind, dass wir wirklich industriellen Partnern hier zum Beispiel auch die Anlagen live vorführen können. Wir können ihnen wirklich zeigen, da fließt es durch, es setzt sich wirklich um. Wir können sogar die Analytik dran schließen. Ich glaube, was unser Institut ausmacht, ist eben diese Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Disziplinen, weil ich sehe natürlich von meiner, ich muss sagen, von der Warte einer Chemikerin ausgehe und weiß, ich möchte einen guten Umsatz, eine schöne Ausbeute, gute Selektivität, aber das natürlich dann wieder zu übersetzen in, wie muss der Reaktor aussehen? Auch die Chemie-Ingenieurstechnische Seite zum Beispiel, dass wir da wirklich Leute haben, dass alle zusammenkommen und es von jeder Seite aus beleuchten können, um dann, ich würde mal sagen, das optimale Ergebnis zu erreichen. Ich habe einen fast 6-jährigen Sohn und habe ein Jahr ausgesetzt, war ein Jahr in Elternzeit und bin dann in Teilzeit wieder zurückgekommen. Das heißt, ich bin immer morgens am Institut, arbeite voll als Wissenschaftlerin, kann meine Neugier der Wissenschaft gegenüber ausleben und dann am Nachmittag meinen Sohn aufwachsen sehen, mit dem zusammen was machen und kann hier wirklich beide Welten wundervoll miteinander vereinbaren.